Also, so, dann haben wir unser erstes Level abgekriegt. Und ja, durch diese legendäre Modus-Option kriegen wir jetzt für die ersten Level-Ups jeweils immer 6 Punkte, weil wir halt jetzt auch nur bis Level 30 aufstufen können. So, da packen wir doch mal ein bisschen in unser Sturmgewehr, in den Warp, in das Werfen und den Warp. Pistole, die werde ich komplett außer Acht lassen. Weil wozu sollen wir die Pistole freischalten, wenn wir ein Sturmgewehr von Anfang an aufleveln können? Macht Sinn, ja. Ja. So, bei meinen Mitstreitern, die lasse ich immer automatisch aufleveln, es sei denn, es ist irgendwas Wichtiges, was wir für bestimmte Situationen brauchen. Das ist bei den beiden aber nicht der Fall. So, alles klar. Dann wollen wir uns doch mal diese Ausgrabungsstätte angucken, und das, was wir da vorhin gesehen haben mit diesem komischen Aufspießen von Menschen, sah ja auch nicht sehr freundlich aus. Ja, jetzt müsste noch unser Schiff abstürzen und dann würde wahrscheinlich Kailan irgendwas sagen, das Spiel ist aus oder so. Aber das mit den aufgespießten Leuten, also zumindest Dracula gefällt das. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Ja, das ist erneut schlecht für uns, dass der Sender weg ist. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. So, mach mal kurz unsere... Achso, wir haben sowieso noch gar keine anderen Sturmgewehre eingesammelt, von daher spielt das auch keine Rolle. Dachte gerade nur. Das ist auch so etwas, was mich am ersten Teil sehr nervt, diesen Haufen an Waffen, den man ansammelt und den man dann ständig immer verkaufen muss, wegen der Limitierung des Speicherplatzes. Klar ist das natürlich gut, die zu verkaufen, weil Geld kann man nie genug haben. Aber offenbar hat es das Camp, ja, es so ein bisschen nervt es irgendwann später. Besonders wenn man durch spätere Gefechte bei einem Rudel Gegner auf einmal bis zu 20 neue Upgrades oder Munitions- und Waffen-Upgrades auf einmal da kriegt. Ja. Die lassen sich aber ganz schön hängen. Das ist noch viel Was schlimmer. Haben die Geth ihnen angetan? Die haben wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die im Kreis laufen. So ungefähr sehe ich auch aus, wenn ich früh morgens zur Arbeit muss. Da bewege ich mich nicht ganz so schnell. Auch vom Gesichtsausdruck her? So wach bin ich im Normalfall nicht um die Uhrzeit. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Ah ja, genau. Bei Türen, die gesichert sind, haben wir ein schönes Minispiel. Ja, Simon Says beschreibt es, glaube ich, am besten. Ja, das werden wir so ungefähr noch 500 Millionen Mal in diesem Spiel erleben. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt im Remaster geändert haben, aber ich fand es beim ersten Mal gespielt hat blöd, dass wenn du es einmal verkackt hast. Ich konntest du das nicht nochmal machen. Richtig, das ist hier anders. Ah, okay. Haben Sie keine Angst, wir werden Sie beschützen. Danke, aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren, Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende.
Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Und ja, diese Dr. Warren hat die gleiche Stimme wie Dr. Chakwas. Ja, und sein Assistent, dieser Dr. Manuel, da scheint wohl ein neuer Mitarbeiter hier zu sein, ne? Der wohl nicht mehr alle Schrauben an der passenden Stelle hat, so wie der sich hier aufführt. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. Die gute Doktorandin ist wohl weg. Versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Gate das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Okay, also angeblich soll Luke der Anführer der Feinde sein. Propheten, ein Prophet der dunklen Seite. Also irgendwie merkwürdig ist, wie das Kaidar noch gesagt hat, weil er vor diesem Angriff bei uns noch auf dem Schiff war. Also irgendwas geht hier vor, definitiv. War bestimmt sein Force Ghost. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Was in Episode 8 funktioniert hat, kann da auch funktionieren. Das ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, der spricht auch so in so Lyriken von so alten Black Sabbath Songs. Wir haben die Finsternis entfesselt und sowas. Da wollen wir doch mal jetzt wissen, was mit dem Kerl eigentlich los ist. Könnte auch eine Probe vom Undertaker sein. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der Einzige. Das ist genau das, was ein Wahnsinniger sagen würde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ja, okay, also wenn man da so eine Option stehen hat, da kann man eigentlich nicht verzichten, oder? Immer wirst du drauf. Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Meine Stimme muss gehört werden. Grundgütiger, was haben Sie getan? Da hat er richtig Spam gemacht. Das war ein wenig extrem, Commander. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. Sowas nennt man einen Punch. Das ist zu seinem Besten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Unüberlegtes getan hätte. Oder etwas Gefährliches. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Viel Glück, Commander. So, nachdem wir nun hier einen Dienst an der Menschheit vollbracht haben, gehen wir jetzt auch einfach wieder weg und haben sogar zwei Vorbildpunkte dafür bekommen und keine abtrünnigen Punkte. Finde ich gut. Bud Spencer war auch nie abtrünnig, der hat das genauso gemacht. Oh. Luke. Aber wer ist das? Saren. Der hat so viel Metall im Gesicht. Ist das Darth Vader? Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Gate hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Das hat man gesehen.
Und dieser Knall gerade war irgendwie sehr beunruhigend. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Oh Gott. Man sehe sich nur die Größe. Ein Riesenschrimp. Lauf, Forrest. Pucci starb auf dem Weg zu seinem Heimatplaneten. Bis zur Unendlichkeit. Feinde. Oh Gott. Da hat er Bogen. Okay. Die Luft scheint rein zu sein. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Ist es sicher? Sind sie weg? Da sagen alle Leute ohne Waffen, sie wären unbewaffnet. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Der Typ hier vorne, der hat dem guten Manuel seine Frisur geklaut. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Ja, vielleicht sind Geheimratsecken gerade hin. Wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine. Da sind sie bei mir schon seit vielen Jahren. So, vielleicht wissen die ja über dieses komische Schiff, was wir da gerade gesehen haben. Mit diesem, was ja diesem Ding, was wir auf dieser Bildschirmübertragung gesehen haben, sehr, sehr ähnlich sah. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl ihn von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Gieriger Bastard. Sie sind gar nicht um ihr Leben gelaufen. Sie wollten nur nach ihrer Schmuggelware sehen. Nein, so war es nicht. Ich wusste nur, dass hier ein paar Pakete waren. Irgendwas, das wir brauchen könnten. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber Sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. So, jetzt haben wir hier diese Option für diese zusätzlichen Dialoge. Da wir so ein bisschen was in Schmeicheln investiert haben, können wir jetzt diese Option hier oben auswählen. Die da unten, das wäre dann, wenn wir die Einschüchtern-Option nutzen würden. Und häufig ist das natürlich auch immer sehr von Vorteil und kann in manchen Situationen auch über schwerwiegende Dinge entscheiden, wenn man das zur Verfügung hat. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er?
Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Er könnte vielleicht was mit diesem Angriff zu tun haben, Cole. Wir brauchen seinen Namen, es ist wichtig. Okay, okay, Sie haben ja recht. Er heißt Paul, arbeitet im Raumhafen, in den Docks. Wenn er noch lebt. Ich muss gehen. Viel Glück. Aber bevor ich gehe, werde ich nochmal euer Hab und Gut hier plündern. Selbstverständlich nur, um sie zu beschützen damit. Ja komm, wir sind Soldaten und das sind welche, die haben Militärware geschmuggelt. Und wir setzen unseren Arsch aufs Spiel, um deren erbärmliche Ärsche zu retten. Also da können wir die da auch nochmal schön hier ihr Hab und Gut von denen da mal stehlen. Der ist doch besser. Zwar ein bisschen mehr Abkühlungsbonus, aber Wirkungsdauer ist mir da doch ein bisschen lieber. Okay. So, Ah, Moment, wir haben uns noch gar nicht mit Munition ausgestattet, oder? Nee. Da wir immer an erster Stelle kommen, denn das Spiel ist Game Over, sobald wir im Eimer sind. Also unsere Kameraden können uns nicht wiederbeleben. Deswegen kommen wir natürlich immer an erster Stelle. Aber umgekehrt funktioniert das natürlich. Weil die sind dann ja nicht tot, sondern nur kampfunfähig. Wie Pokémon. Eben. Commander, es ist Nihilus. Luke! Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von ihnen! Ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Ja, Schuss in den Rücken, das ist natürlich übel, also das tut weh. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. So, dann wollen wir doch gleich mal ihm stecken, dass ein guter Kumpel ihn an uns verraten hat. Weil wir sind ja so freundlich. Und warum sollten wir uns das auch nicht zunutze machen, ne? Weil er ist ja genauso ein Schmuggler wie der andere. Das ist ein komischer Zufall. Ja. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks, für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler, na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Gate einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Vergessen Sie ihn. Er ist es nicht wert. Sie haben Glück, dass der Commander hier ist, Powell. Geben Sie uns diese Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Eine Menge Marines sind hier gestorben, Paul. Diese Granaten hätten nützlich sein können. An Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich das wieder gut machen kann. Ja, okay. Ich habe was anderes, das ich zurückgelegt hatte. Könnte ein Vermögen wert sein. Experimentaltechnologie. Hypermodern. Nehmen Sie sie. Ich brauche sie nicht. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand verletzt wird. Tut mir leid.